So, und da bin ich auch schon wieder zurück und es geht nach Central Rochor direkt. Notizen werden in deinem Tagebuch vermerkt. Wir sind nach wie vor im überschwemmten Bezirk. Und och, nee, ne? Muni. Alles klar, das ist dicht. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da hocken sie überall rum hier. Nein. So. Ach, okay, da oben kann ich also nicht hin. Bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schlecht ich ziele. Ich scheiß jetzt auf alles, ich metzel einfach alles ab. Ah, da habe ich in den doch tatsächlich zwei reingejagt. Der hat auch noch zwei bei sich. Krieg wenigstens ein bisschen wieder von dem. Na, wohin? Und zack. Haha. Zwei Bolzen in ihn reingejagt. Geilo. Na, oh, wenn er meint, aufstehen zu müssen. Oder es versuchen zu wollen. Das will ich ihm nicht nehmen. Oh, noch ein Bolzen. Cool. So, hier hätte man sicher durchschleichen können. Oh. Okay. Ach, hier hätte man sich durch die Häuser schleichen können. Ja, gut. Alter. Will mich das Spiel irgendwie hier ein bisschen verarschen? Ja, nehmen. Eingang ins Hauptquartier. Alter, was soll denn das? Fick dich! Jetzt muss es wieder... Oh. Alter, ein Frame schon wieder. Alter, was soll denn die Scheiße? Puh, fick dich! So, ich unterbreche jetzt. Null Frames! Das ist komplett gefreezed eben. Und schon wieder. Ach, so kann ich das nicht machen. Ich muss das einfach einmal neu starten. Das Spiel hat einfach ab und zu diese Hängerchen. Das liegt aber, glaube ich, an der Fraps-Aufnahme. Das Fraps meint, ich nerv jetzt einfach mal ein bisschen. Gut, bis gleich. So, und damit auf ein neues und ja, geht doch. Zack, hier gleich den ersten eliminiert. Ja, geh mal weiter.
Dort Schlüssel erforderlich. Anweisung von dort. Das Schlafgift darf ausschließlich auf Entführungsziele angewendet werden und auf Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist und die wir lebend brauchen. Nicht verschwenden, um Kollateralverluste zu vermeiden. Oh cool, Betäubungsbolzen, gleich 2 Stück. Zack. Och nee. Fick dich. Alter. Ich nehme jetzt die Folge zu Ende auf. Das ist mir jetzt gerade Latte. Und dann war es das auch für mich heute. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Alter, ein Frame! Ein Frame! Ich meine, ist es so schwer, dieses Spiel zu rendern? So übermäßig ist die Grafik jetzt auch wieder nicht. Und ich habe sie schon runtergedreht. Das ist immer, wenn ich mich bewege. Weil der dann was Neues rendern muss, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich die KI. Ein bisschen. Bolzentasche aufheben. Geht doch. Och Mann. Ich laufe in Zeitlupe. Alter, 3 Frames. Zieh sich das einer rein. Ich muss die Aufnahme nochmal unterbrechen. So, ich weiß zwar, dass es an der Aufnahme liegt, aber ich habe immer noch keinen Plan, woran genau. Bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Na, der wird kein Aufsehen erregen. Zack. So viel zum Aufsehen, was? Bolzen habe ich voll. Ja, mehr gibt es hier nicht. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Es reicht mir langsam. Alter! Fett. Meister! Kann man denn nie seine Ruhe? Corvo hat uns besiegt. Er hat unsere besten Männer getötet, Sir. Oh ja. Er wird wohl auch mich töten. Sie sagten, das wäre unmöglich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass sie, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Vielleicht überraschen Sie uns beide. Dort könnte ich jetzt direkt killen. Soll ich dort killen? Nun ist er tot. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in Ihre Nähe zu kommen. Okay. Um meine Klinge in Ihrem Auge zu versenken. Aber jemand anders war schneller. Ja, ich bin dieser jemand. Scheint eine sehr. Hören wir den nochmal gerade zu. Auf Nimmerwiedersehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal. Niemanden wie Sie. Ich gebe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte einen töten. Oh ja, Kumpel. Sie so. Testen Sie Ihr Können im Kampf mit Corvo. Jetzt kämpfen wir den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Tippen der Uhr. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Nein, bam. Noch ein wenig Zeit für uns, Corvo. Warum kämpfen Sie? Für Männer, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben. Bam.
Tja. Oh cool, ein Handschuh. Ne, ein Arm. Und zack! Alter, wie die immer sich hinter einen teleportieren. Wow, wow, wow. Na, wenigstens nicht mitten im Kampf. Alter, wie viele da auf der Liste stehen. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. So, Gesundheitselixier, Gesundheitselixier. Schlucke ich gleich nochmal eines, Alter. Ich habe aber echt... Och, Mann! Weißt du, das ist irgendwie eine Bewegung, die ich mache und dann gar nichts mehr. Dann hängt das Spiel. So, Dodge-Schlüssel gehört mir. Das hatten wir. Das hatten wir noch nicht. Das Ende von Black Sally. Auszug aus einer beliebten Geschichte über Verbrechen und Wagemut von Jules Reuben und der Stadtwache. Bevor Slackjaw die Straßen des Destilleriebezirkes beherrschte, gab es keinen Anführer, der so skrupellos, brutal und gewissenhaft den anderen Bürgern ihr Gold aus den Taschen zog wie Black Sally. So wie so viele aus Morley hatte sie helle Haut und grüne Augen und ihr Haar war so schwarz wie das Nichts. Es heißt, sie habe schon früh mit ihrem Wirken begonnen. Als Mädchen betörte sie einen Mann mit ihrer Schönheit, während sie ihm in einer Seitengasse begegnete. Plötzlich verschwand ihr verführerisches Lächeln und ein Messer durchbohrte den armen Kerl. Noch bevor er seinen letzten Atemzug getan hatte, war sie schon mit seinem Geld über alle Berge. Als Anführerin war sie noch schlimmer und kommandierte die übelste Straßenbande, die Dunwell bis dahin gesehen hatte. Zu ihren Einnahmequellen gehörte alles von Schmuggel bis Prostitution. Selbst vor einer Schutzgeldvereinbarung mit der Bäckergilde schreckte sie nicht zurück. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack gekommen. Jules Reuben, Hauptmann der Wache, machte es sich zum Ziel, sie zu stoppen und arbeitete ein halbes Jahrzehnt daran. Das Ende von Black kam unehrenhaft. Reuben und seine Männer entzündeten Rauchfeuer in Fässern nahe dem Lagerhaus, in dem sich Black Sally und ihre Bande tagsüber versteckten. Aus Angst, das Haus würde brennen, stürzte sie mit ihren Leuten auf die Straße, wo Hauptmann Reuben und seine besten Männer Netze über sie warfen und durch den freigebigen Einsatz von Schwert und Pistole niemanden am Leben ließen. Ja. So, eben nochmal ganz kurz unterbrochen die Aufnahme, da es schon wieder geleckt hat. Beim Lesen. Ich meine, wieso? Wieso ist jetzt dort da? Okay. Achso, hat sich wegteleportiert. Na, dann lass mal reden. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Okay. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Tja, kann ich dir nicht beantworten. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen. Und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Och, er hat die Kaiserin umgebracht. Zack. Den lasse ich nicht am Leben. Frechheit. Zack. Ja.
Zack, zack, zack. Gibt's sonst noch hier irgendwas? Okay. Tunneleingang. Direkt unter mir. Verarschen. Ach, Mann, ey. So ein Witz. Scheiße. Nein, das war nichts. Da oben muss ich hin. Lass mich mal teleportieren. So. Tunneleingang. Tunneleingang. Oh verdammt, ich habe gar nicht nach Runen geguckt. Oh, zum Glück. Zum Glück. Da oben gab es doch noch irgendwas zum Einsammeln, oder? Irre ich mich da? Ein Zettel, Brief an den Direktor. Das war es, wir schließen nach all den Jahren. Dabei hatten wir doch gerade erst die neue Statue von Jasmine Caldwin entdeckt. Eine eingestürzte Wand und ein kleiner Wassereinbruch und schon verlassen wir das Haus und verteilen unsere Büros auf die ärmeren Bezirke. Sie sind des Wahnsinns. Hat die Seuche ihr Hirn etwa zu Rattenhirn verwandelt? Haben sie den Urin des Outsiders getrunken? Abartig. Jede dieser Erklärungen würde ich eher akzeptieren als die Umzugsanordnung, die heute Morgen auf unseren Schreibtischen lag. Wenn das Ihre Vorstellung davon ist, wie Sie uns als Direktor behandeln, dann werde ich diesen Umzugsbefehl nicht befolgen. Beachten Sie dies als meine Kündigung. Percival Cox, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Handelskammer von Rutshaw. Okay, das hier scheint wohl die ehemalige Handelskammer von Rutshaw zu sein. Ich hab klug kombiniert. Die leuchtet gelb. Den Tunnel zum Tor gehen, okay. Na dann. So. Actionmusik. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, ist die Folge auch schon rum. Deswegen sage ich einfach mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!